Hallo ihr Lieben, ich melde mich zurück und zwar mit einem Paket schon von DHL leicht lieb gehabt worden. Und zwar habe ich gewonnen bei der lieben Mia von Mias Kreativbastelstube. Und ja, das sind einfach ein paar sehr geniale Sachen drin und auch etwas, was mir sehr weiterhelfen wird. Und ich bin ganz hibbelig. Ich denke mal nicht, dass hier irgendwas aus dem Paket geflogen ist, wo sieht man, weil das scheint eingepackt zu sein, eingewickelt zu sein. Aber wir werden schauen. Und wenn, dann kann man es leider nicht ändern. Ich habe den DHL-Fahrer, als er mir das Paket gestern brachte, ja, leider komme ich erst heute zum Aufpacken. Auf jeden Fall habe ich ihm gesagt, hier kaputt. Und dann meinte er, ja, kann er nicht ändern. Die sagen dann natürlich immer, wenn da irgendwie was fehlt, dann soll man Bescheid sagen. Aber meistens kann man ja nur beweisen, dass was fehlt, wenn man irgendwas wirklich bestellt hat und eine Bestellliste oder so hat. Aber wir schauen einfach mal. Schaut auf jeden Fall, bevor ich es vergesse, schaut auf jeden Fall mal bei Mia vorbei. Sie hat auch einen kleinen Online-Shop, wo sie teilweise ein paar kleinere, selbstgemachte Sachen verkauft, aber auch Stanzschablonen. Und ja, genau. Momentan, das muss ich ja wirklich ehrlich sagen, also ich meine, natürlich, ein bisschen Werbung gehört immer dazu, ganz klar, aber das würde ich, egal ob bei jemandem machen, der tausende Abos hat oder bei jemandem, der wenig Abos hat, ich finde, ein bisschen Werbung gehört immer dazu und jeder, der mir diesen Gewinn nicht irgendwie nicht gönnt, weil er der Meinung ist, ich hätte ja nur gewonnen, weil ich diejenige war mit den meisten Abos, sorry Leute, gönnt einfach mal, da kann ich nur dazu sagen. Tja, vielleicht hätte man die Auslosung irgendwie anders machen können. Klar, sicher. Jeder macht aber die Auslosung so, wie er es für richtig hält. Und es ist einfach eine Frechheit, jemandem zu unterstellen, er hätte das nicht irgendwie richtig gemacht. Wie auch immer, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein bisschen Werbung gehört immer dazu. Und was ich bei Mia genial finde, sie hat jetzt eine 30-Tage-Challenge. Basteln mit Papierresten. Und das finde ich ja total genial. Also generell Papierreste basteln finde ich total cool. So, hier haben wir auf jeden Fall mal einen riesen Vorrat an Luftpolsterfolie. Oh, hier ist was Weiches. Die Decke, also die ist mir ja schon aufgefallen, weil das Loch im Karton war. Ist das eine komplette Decke oder was? Oh. Ja, es ist... Nee, es ist keine komplette Decke. Es ist ein zurechtgeschnittenes Deckenstück. Damit kann man aber auch was machen. Und zwar entweder ein Kuschelhäuschen oder kleine Wichtelmützen. Oh, ich liebe diese Art von Decke. Ich habe so eine auch in Grau. Ich liebe diese Decken. Boah, und das hier gibt es übrigens. Das gibt es, das heißt Sporttrikot oder so, oder Fließtrikot, ich weiß nicht. Gibt es auf jeden Fall bei QVC auch als, wie heißt's, Bettwäsche. Und, oh, das wäre ja mal ein pures Träumchen, aber ich glaube, da schwitzt man sich echt einen ab. Eieieiei, also, hier ist die Karte. Oh, schön. Sehr schön. Mike, Dankeschön. Sie hat mir halt nochmal herzlichen Glückwunsch gewünscht. Und ja, vielen, vielen lieben Dank. Die Karte ist natürlich auch putzig. So einfach und so effektiv. Also... ich finde das immer ganz toll. Mir selbst kommen so Ideen ja nie, wirklich nie. Ich bin da so voll der Bastel-Legastheniker. Oh, hier ist eine Box. Da kann ich mich nicht erinnern, dass die in dem Auslosungsvideo war. Deswegen packe ich das mal zur Seite. Generell packe ich mal gerade hier alles zur Seite. Das hier, die finde ich ja schön. Das sind...
von, hier, Buffissimus DM, genau. Es sind Moosgummi-Sticker mit Glitzer. Und zwar halt in, ja, Gold und Bronze. Und ihr seht's schon. Das hier kann ich nicht erkennen. Das ist ein Bär, glaube ich. Auf jeden Fall Igel. Guckt mal hier, ein Baum mit Herz. Verschiedene Blätter, ein Apfel. Und in dunkelbraun, ich pack's mal gerade aus, weil in dunkelbraun haben wir andere. In dunkelbraun haben wir da nämlich, ach, da ist ein Fuchs oben sogar, zwei Füchse sogar. Es soll, glaube ich, ein Fuchs sein, so ein geometrischer Fuchs, wie sie ja so in sind. Eule, Eichel, unten hier der Eichhörnchen auch wieder mit Herzchen im Schwanz. Ne, sind keine Herzchen. Sind halt so geometrisch gehalten. Das ist ja total in so Sachen, ja, wie mit dem Geodreieck gezeichnet. Also nicht irgendwie so Rundungen, sondern guckt euch da den Igel. Der hat zum Beispiel ja auch, wie soll ich das erklären? Geometrisch halt. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr süß. Und ruppelt der Glitzer ab? Nee, der Glitzer ruppelt auch nicht ab. Also sind die auch hochwertig, die Sticker. Ja, ich meine, die sind auch von DM, ne? Da wird der Sticker, also die werden schon, ich denke mal, 3 Euro oder so gekostet haben. Jeder, der beim DM oder gar beim Rossmann schon mal Sticker gekauft hat, der weiß, was die kosten. Und beim Rossmann sind die ja noch teurer, ne? So, mal gerade wieder einpacken. So. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Und ich liebe ja Herbst. Ich liebe Herbst, das Herbstthema. Hier haben wir Fensterbilder, Wale und Delfine. Das werde ich, denke ich mal, selbst mal weitergeben, weil ich mit Walen und Delfinen ja überhaupt gar nichts anfangen kann. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass das in dem Auslosungsvideo war. Aber wie gesagt, das macht nichts. Dann verlose ich das mal weiter oder lege es mal als Goodie mit dazu. Oder ich müsste mal meine Freundin fragen. Ich glaube, ich habe eine, die hat früher mal Delfine geliebt. Schaue ich mal. Auf jeden Fall, das wird nicht weggeschmissen. Das wird auf jeden Fall einen ganz lieben neuen Besitzer finden. Oh, die hier, die liebe ich ja auch so sehr, ne? Da habe ich bei uns auch zugeschlagen, als es die gab. Ich finde die so traumhaft schön. Kann ich mich auch nicht erinnern, dass die im Auslosungsvideo waren. Vielleicht irre ich mich auch, aber nee, ich glaube nicht. Und zwar haben wir hier einmal auch Glitzersticker, auch Moosgummi. Und zwar hier mit verschiedenen Häschen in verschiedenen Lila-Tönen, Lila und Flieder. Und einmal diese süßen Küken mit den Möhrchen. Ganz, ganz goldig, auch nicht nur zu Ostern. Klar, die Eier, die sind natürlich richtig Ostern. Aber ein Hase oder hier so ein Küken oder eine Karotte geht das ganze Jahr, finde ich. Sehr genial. So, hier haben wir nochmal dickes Luftpolster. Genau, die Sachen, die kenne ich. Also aus dem Video. Da ist aber das. Ich muss mal kurz. Oh, ich hatte Panik. Eieiei. Also, ich hatte Panik, dass das Distress Oxide oder waren. Also, hier in dem Paket sind jetzt nur noch mehrere größere Sachen und ich wusste haargenau, da ist noch ein kleiner Stickerbogen bei und so. Und da dachte ich mir, Scheiße, ist nicht drin, ist auch voll rausgeflogen, weil ich kenne die Box zum Beispiel nicht. Aber hier in der Box haben wir es gleich. Boah, Stein vom Herzen gefallen. Auf jeden Fall, hier haben wir ein Band und das ist so wie so ganz, ganz feines Paracord. Also es ist so für Makramee auf jeden Fall super geeignet. In einem ganz zarten Rosa. Dann haben wir hier so ein Bastelset. Und zwar kann man daraus Nadelkissen machen. So wie es aussieht, Nadelkissenball. Das sind verschiedene, 2, 3, 4, 5. Verschiedene Pentagramme. Penta? 5. Hexa. Pentagone. Ein Pentagon. Genau, 1, 5. Pentagon.
ja, also verschiedene fünfeckige Stoffstückchen, die man dann ballförmig aneinander macht, Watte reinstopft und somit einen Nadelkissenball hat. Dann haben wir hier eine Liane. Wie heißt das? Schlange. Dekohänger. Ja, so ein mehrere Schmetterlinge an einer Schnur. Und die fand ich auch total genial, weil meine Küche grün Anthrazit ist. Und das passt hervorragend. Und Schmetterlinge gehen auch immer. Und ja, finde ich genial. Auch mit dem Gelb, dann hebt das auch mal so ein bisschen ab. Und das kommt auf jeden Fall, denke ich mal, ja, auf jeden Fall in die Küche. Oder ich habe was, oder ich habe aber jetzt auch eine Bastelidee damit. Ah, schwierig, muss ich mal schauen. Muss ich mal schauen. Ui, gleich kommt was. Dann haben wir hier, da habe ich mich auch total mächtig drüber gefreut, oder heißt gefreut, schon in dem Verlosungsvideo gedacht, oh, genial. Und zwar ist das hier so, das sind so Kreativ-Einleger, 12 Stück. Ich bin ja jetzt nicht so dieser Dschungel-Fan, also zumindest das, was Action betrifft. Die haben da so ein paar hässliche Muster. Aber zum Beispiel diese Blätter mag ich total. Das hier geht ja auch immer. Und dann hier noch so ein paar neutrale Dinger. Und zwar sind das je 2x2. Je zweimal diese 6 Motive. Und zwar ist das, ah, okay, es ist nur Pappe. Es ist beidseitig bedruckte Pappe, beidseitig das Gleiche. Also entweder benutzt man es wirklich als Bastelpapier, wofür das aber, glaube ich, echt mal zu teuer war. Oder man locht es sich und benutzt es ja als Einleger. Oder es gibt dafür extra Folien in der Größe, auch beim DM. Und kann die dann in ein Fotoalbum machen. Ich habe dieses Fotoalbum. Ich hätte jetzt nur gedacht, dass die hier schon irgendwie vorgelocht sind. Aber sind sie nicht. Also ich weiß noch nicht, ob ich sie dann vielleicht doch als Bastelpapier verwende. Wobei es irgendwie ein bisschen zu schade wäre. Ich weiß es nicht. Also hier auf der Rückseite haben die das zum Beispiel einfach nur aufgeklebt, so wie es aussieht. Ja, die haben das auch einfach nur als Bastelpapier verwendet. Aber es gibt zum Beispiel auch in der Größe, ich weiß, hier steht jetzt keine Größe bei, aber zum Beispiel 8x8 gibt es hier auch als Prospekthülle. 2,95 € hat das mal gekostet, steht drauf. Okay, für 2,95 €. Unter Umständen könnte man das tatsächlich als Bastelpapier nutzen. Also mir geht es halt auch immer um den Preis. Wenn ich irgendwas zweckentfremde, dann darf das nicht so teuer sein. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn irgendetwas für den Zweck gemacht wurde und teuer ist, dann benutze ich das dann am liebsten auch für diesen Zweck. Weil sonst könnte ich mir ja jedes Bastelpapier kaufen. Und auch wenn ich es jetzt gewonnen habe, quasi auch geschenkt bekommen habe, und mir der Preis eigentlich egal sein kann, aber ist es nicht. Ich wertschätze die Sachen halt. Und auch wenn ich es nicht ausgegeben habe, aber jemand anders hat diesen Preis mal ausgegeben. Und dann möchte ich schon immer, dass die Sachen auch echt gut behandelt werden. Und auch zielgerecht, oder wie man sagt, eingesetzt werden. Okay, ich meine, Hauptsache ist, man benutzt es überhaupt. Ne? Rumliegen wäre auch blöd. So. Und hier, das fand ich ja auch total genial. Und zwar dekorieren, Ideen für alle Jahreszeiten. So, und mit Deko habe ich so echt meine Macken. Ich hasse aber auch Deko, ne? Also ich dekoriere nicht gerne, aber hin und wieder muss es mal sein. Und das fand ich total interessant. Das werde ich mir auf jeden Fall mal durchblättern. Ich kann jetzt nicht versprechen, ob ich es wirklich behalte. Es kommt immer drauf an, wie viel Sachen sind dabei, die ich tatsächlich gebrauchen könnte. Also auch in meinem Umfeld, weil hier ist auch viel mit Kinderzeug bei. Ich habe ja kein Kind, will auch kein Kind.
kennen nicht viele Kinder. Ich schaue es mir einfach mal an und schaue dann mal, ob ich vielleicht das behalte oder ob ich vielleicht jemanden wüsste, der das besser gebrauchen könnte. Aber sind schon ein paar coole Sachen bei, aber so auf Anhieb. Ja, doch. Also ein paar coole Sachen sind bei, natürlich nicht alles. Also alles für mich zu gebrauchen. Aber ich schaue es mir mal an und ich finde es immer ganz praktisch, wenn man so ein Dekobuch hat, um überhaupt mal so das Bild zu sehen, um sich überhaupt mal was vorzustellen können. Es gab damals im Chibo auch zwei Bücher. Einmal Papierbasteln und einmal Dekobasteln. Fand ich auch sehr cool. Wie gesagt, schaue ich mir mal an und schaue ich dann, was damit passiert. So, und jetzt haben wir hier noch eine Box. Die Box fällt mir gerade auf, weil seitdem ich von Sparina das Video gesehen habe und sie hat dieses Action-Falzbrett vorgeführt, muss ich immer auf so Boxen gucken. Und ihr seht es auch hier. Das ist ein Überschuss. Das liegt aber nicht daran, dass ihr falsch gebastelt habt, sondern das liegt daran, weil euch das dumme Brett falsche Maßeinheiten genannt hat. Bei dem Brett steht Falzen bei 4, 8 und 5,1. Wenn ihr eine Schachtel macht, ihr müsst überall gleich falzen. Also nicht hier mal 4, 8 und hier mal 5, 1, sondern an jeder Seite dann bei 4 zum Beispiel. Oder bei 2, je nachdem, wie hoch ihr den Deckel haben wollt. Also da hat euch einfach nur das Brett einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also immer an der gleichen, ringsum gleich falzen. Dann passiert das nicht. Und das sind nämlich genau die 3 mm oder die 2 mm, die euch das Brett falsch gesagt hat. So ist das. Und es reicht auch, wenn ihr die gegenüberliegenden Seiten anschrägt. Aber ich zeige euch das gerne auch mal in einem Video, weil es ist schon irreführend. Auf jeden Fall ist die Schachtel sehr schön. Ich mag selbstgemachte Schachteln sehr. Und die hat auch eine verdammt gute Größe. Die kommt auch auf jeden Fall auf meinen Schreibtisch. Hier haben wir kleine Filzäulchen und die finde ich auch immer so, so goldig. Ich habe davon noch zwei auf einer Klammer. Das weiß ich ja genau, weil ich Filzteile einfach nur goldig finde. Und Filzteile eigentlich mir immer so aufbewahre für ganz schöne Basteleien. Die hier, die fand ich auch so goldig. Ah, okay, die sind geprägt. Ich dachte nämlich, das wären Muscheln. Ich dachte, das wären Muscheln, aber die sind geprägt. Das sind Rosen. Ich hätte gedacht, das sind irgendwie so Austern oder so Muscheln mit Perle drin. Aber sind auch sehr süß. So groß wie, ja, wie ein abgegessener Daumennagel. Was für ein toller Vergleich. Nee, der ist nicht abgegessen. Der ist nur kürzer als die anderen, weil er halt immer abbricht. Immer. Hier, das finde ich so genial. Ich habe zwar Distress Oxide Nachfüller, aber nur zwei Distress Oxide Stempelkissen, die mir aber auch reichen, weil ich alle Nachfüller habe und mir die Farbe in diese kleinen Action-Stempelkissen mache. Ich habe davon ein grünes und ein pinkes oder lilanes. Und hier ist noch ein gelbes. Ah. Oh. Einfach mal selbst angemalt. Ja, mega, mega, mega cool. Und ich zeige euch meine anderen Farben. Das ist sogar zu meiner Schande, muss ich gestehen, dass das eine noch eingepackt ist. Weil, wie gesagt, ich habe den Nachfüller und wollte erstmal mein kleines, was ich mir selbst gemacht habe, leer machen. Und ich finde diese Farbkombi, die passt jetzt auch so richtig, richtig geil zu Halloween. Ich habe auch noch ein Orange als Nachfüller. Könnte ich da auch noch mit einfließen lassen. Also das ist jetzt eine richtig, richtig geile Halloween-Farbkombination. Finde ich richtig, richtig cool. Sehr, sehr cool. Hier haben wir ein Save the Date-Stempel. Das ist ein Holzstempel, also unten mit Gummi. Save the Date für Hochzeiten. Super toll. Ich glaube, nächstes Jahr und auch darauf das Jahr haben sich mehrere Hochzeiten angebahnt. Da kann ich den auf jeden Fall sehr gut verwenden. Und das finde ich auch total schön. Ich glaube, das ist
Nee, das hatte ich nämlich auch schon mal. Ich muss mal kurz hier oben schauen, ob es das ist. Nee. Nein. Aber das hier, das ist kein Bakerstwein, sondern, also ich das fühle das sofort, das ist kein Bakerstwein, sondern das ist eher wie Stroh. Also wie Stroh. Also nicht wie Garn, sondern wie Stroh. Und ich glaube, ich weiß es aber nicht, das könnte echt mal vom Folia sein, weil Folia hatte das und ich habe eins von Folia. Das hat aber Vollfarbe, ohne Weiß. Und das fühlt sich genauso an. Absolut genauso. Ah, ich mag das. Ich mag dieses Bast, genau, Bast. Fast noch lieber als richtiges Bakerstwein, weil ich finde, dieses richtige Bakerstwein, das rubbelt sich sehr schnell auf. Für das hier nicht so schnell. Nee, echt nicht, weil das biegt sich hier immer wieder zurück. Dieses Bakerstwein, das ist ja nur Leinen, das kannst du auseinanderfusseln bis zum geht nicht mehr. Ja, sehr, sehr, sehr genial. Vielen lieben Dank, Mia. Die Sachen sind wirklich toll. Ich freue mich echt. Am meisten muss ich ehrlich sagen, freue ich mich hier über diese Farbe, weil das einfach so perfekt hier so dabei passt. Ist da noch ein bisschen Orange dabei. Und dieses Ideenbuch und dieses Dicker, weil das passt auch wieder hier. Das passt einfach hervorragend zusammen mit den Einlegern. Da bin ich noch am Überlegen, weil mir ist der Preis einfach zu teuer, um die nur als Bastelpapier zu benutzen. Vielleicht verwende ich es dann einfach als hochwertiges Bastelpapier und mache tatsächlich mal ein Album raus. Weil für eine Karte ist es echt zu schade. Nur für eine Karte ist es zu schade. Für ein Album wäre dann schon eher. Ja, auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Finde ich richtig, richtig, richtig genial. Und ja, dann zeige ich euch auf jeden Fall auch bald mal ein paar Halloween-Karten. Also auf jeden Fall möchte ich jetzt nicht so groß schreiben, weil oftmals bastel ich und habe die schnell schon verschenkt, bevor ich überhaupt was gefilmt habe. Ist echt so. Ist total dämlich. Ich habe immer mein Handy dabei, aber wenn es drauf ankommt, vergisst man echt ein dummes Bild zu machen oder mal kurz ein Video. Oder man ist so im Elan und will jemandem eine Freude machen, hat es dann schon im Briefumschlag und denkt sich erst danach, oh shit, jetzt habe ich es nicht gefilmt. Ja, aber ich werde mich bemühen, es zu filmen, weil ich habe auch ein paar süße Halloween-Stempel und Ideen und oh, so süße Karten gesehen, die ich nachmachen möchte. Und ach, toll. Ja, okay, ihr Lieben, dann setze ich mich jetzt mal hier dran und ich wünsche euch aber einen schönen Tag und wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder. Immer schön fruchtig bleiben und denkt dran, habt euch lieb und bleibt immer schön artig, ne? Tschüss!